Halo, guten tag, dobrodan i dobrodošli u novu video lekciju. Pripremite se malo danas da se koncentrišete. Znači, neće biti samo čitamo, prevodimo. Morat ćete da osvežite malo vaše znanje kad su u pitanju zamenice. Njega, njoj, njemu, njoj, zovajta. Tako da nađite onaj spisak, papirić, tablicu gde vam je to zapisano. Pre nego što počne klip, da biste mogli da rešite sve ove zadatke. Krećemo odmah. Rečenica broj 1. Vi geht es, crtica, i habe, crtica, so lange nicht gesehen. Dakle, ajmo prvo da vidimo sa ti. Dakle, da kažemo kako si, dugo te nisam video. Vi geht es, dia, aha, već napiše, izvinjam se. Vi getes dia. Vi getes dia. Tebe dugo nisam video. I habe. Dih. Stavimo velika. I habe dih. So lange nicht gesehen. Kako ide tebi? Ja nisam tebe. Tako dugo video. Znači, vi getes dia. Tebi. Dativ, ich habe dich, tebe, akuzativ, lange nicht gesehen. I napravit ćemo isto takvu rečenicu samo sa persiranjem. Dakle, kako ste vi? Vi geht es Ihnen, ich habe sie, lange nicht gesehen. Ću pisati malim slovima da bi se razlikovalo tako od zi nju. Dakle, vi geht es ihnen i habe sie lange nicht gesehen. Kako ide vama, vama, dativ, ja vas, akuzativ, nisam dugo video. Wie geht es dir? Ich habe dich so lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Ich habe Sie lange nicht gesehen. Ok. Ajmo dalje. Aber arbeite sehr viel. Dakle, dobro sam, ali radim mnogo. Dobro sam, ali radim mnogo. Dakle, meni ide dobro. Mir geht es gut. Ali ja radim dobro. Nominativ. Aber ich arbeite sehr viel. Mir geht es sehr gut, meni je dobro, mir geht es sehr gut, aber ich arbeite viel. Das Kind ist schon groß. Das Hemd passt, crtica nicht, es ist zu kurz. Dakle, dete je već veliko, a košulja mu ne odgovara, suviše je kratka. Das Kind ist schon groß, das Hemd ne odgovara njemu. Passt ihm nicht. Es ist zu kurz. Košulja mu ne odgovara, suviše je kratka. Das Kind ist schon groß, das Hemd passt ihm nicht. Es ist zu kurz. Znači, im je njemu. Tom und Anna gefällt die Stadt. Tom i Anna, da li se vama dopada grad? Gefällt euch die Stadt. Euch je vama, nije persiranje, znači nego množina. Tom und Anna gefällt euch die Stadt. A recimo, hoću da pitam njih dvoje isto. Tom und Anna, da li vam se dopada supa? Onda ćemo reći schmeckt euch die Suppe ili der Kuchen. Dakle, gefällt euch, da li vam se dopada, schmeckt euch, da li vam se dopada, ali u ovom slučaju ukus nečega. Znači sa schmecken. Schmeckt euch die Suppe, der Kuchen und gefällt euch die Stadt. Gefällt euch die Stadt. Znači, vama je euch. I vas je euch. Znači, ja pozivam vas. Vas.
Ich lade euch ein. Einladen. Ja vas pozivam. Ich lade euch an. Und wie schmeckt euch der Kuchen? Wie gefällt euch die Stadt? Znači, euch je i vama i vas. Die Kinder haben viele Geschenke bekommen und sie, oni se njima dopadaju. Njima. Množina. Ihnen, samo malo ihnen. Dakle, die Kinder haben viele Geschenke bekommen und sie, die Geschenke, gefallen ihnen sehr. Die Geschenke gefallen ihnen sehr. Znači, malo ihnen jeste njima, njima. Heute geht es besser, ich habe nur noch Kopfschmerzen. Danas mi je bolje, imao sam samo Kopfschmerzen. Heute geht es mir schon besser, ich habe nur noch Kopfschmerzen. Još samo imam glavobolju, aber es geht mir besser. Da ovde stoji er. Er hat nur Kopfschmerzen. Onda smo rekli, njemu je bolje. Es geht njemu. Im besser. Es geht ihm besser. Er hat nur noch Kopfschmerzen. Es geht ihm besser. Es geht mir besser. Gib bitte die Zeitung von heute. Daj mi molim te meni. Gib mir bitte die Zeitung von heute. Daj mi novine. Kako ću reći daj njemu novine? Gib njemu im. A njoj ja. Nama uns. I njima ihnen. Gib mir die Zeitung von heute. Gib ihm die Zeitung von heute. Gib ihr njoj. Gib uns nama. Gib ihnen njima. Znači zamjenicu dati mu. Sind es deine Bücher? Ja, sie gehören mir. Možemo reći, recimo, sind die Bücher, sind diese Bücher deine Bücher? Da li su ove knjige tvoje knjige? Sind diese Bücher deine Bücher? Ja, sie gehören mir. Pripadaju meni. Kako ću reći, nisu njegove. Sie gehören nicht ihm. Ili njoj. Sie gehören nicht ihr. Sie gehören mir. Dem Vater der Film. Ja, es ihm gut. A schmeckt dem Vater das Bier. Da li mu se dopada pivo? Znači nešto što ima ukus. Jetzt schmecken. Ja, es schmeckt ihm. Sehr gut. Znači, gefällt dem Vater der Film. Es gefällt ihm sehr gut. Schmeckt dem Vater das Bier. Ja, es schmeckt ihm sehr gut. Okay. Šta biste vi mene sad pitali? Recimo da znate da ova kafa da je sad pola dva, a da sam je napravila u osam sinoć, jutro sam. Tako da, es schmeckt die kafe. U životu šta ti je. Dakle, der kafe schmeckt mir nicht so gut. Der kafe schmeckt mir nicht so gut. Aber okay, ajmo dalje. Kauzu der Tochter eine Puppe. Ja sam njoj već kupio lutku. Vidite šta sad imamo ovde. Sie ihr. Šta je sie? Šta je ihr? Znači, sie je u ovom slučaju objekat, akuzativ, lutka. Znači, nju. A ihr je njoj. Ja sam njoj već kupio.
I H bez I. Nju, lutku, znači to isto kao nominativ, a dativ ija, njoj već kupio. I H bez I, ija šonge kao. A recimo, da hoću da kažem da sam kupio njoj suknju, znači der rok. I hoću da kažem, ja sam joj suknju već kupio. Koga suknju? Kome njoj? Znači sad dobijemo i habe njega, pošto je suknja muškog roda. Ja sam njega, njoj već kupio, a mi prevodimo suknju i njoj već kupio. I habe in ja schon gekauft. I habe den Rock meiner Tochter schon gekauft. In ihr, znači njega njoj. Ich brauche ein Buch. Da li ćeš mi je donesti? Doneti? Donesti? Bringst du es mir? Treba mi knjiga, možda mi doneseš. Bringst du es knjigu mir, meni. Er kauft ein Haus. On kupuje kuću. I ona mu se, ta kuća mu se veoma dopada. Das Haus gefällt ihm sehr. Er kauft ein Haus, on kupuje kuću. Es gefällt ihm sehr. I ona se njemu veoma dopada. Es gefällt ihm sehr. Er war eine Woche lang krank. Kako je sada? Znači, on je bio nedelju dana bolestan. Kako mu je sada? Wie geht es ihm jetzt? Wie geht es ihm jetzt? A da je zi? Sie war krank. Kako joj je sada? Wie geht es ihr? Ihr jetzt. Kako je ona? Wie geht es ihr? Kako ide njoj? A wie geht es ihm? Kako ide njemu? Ich möchte Eis. Daj mi, molim te, jedan. Gib mir bitte eins. Geben Sie mir bitte eins. Men. Sie hat eine Hose bekommen. I dobro je stoje. Die Hose stoje njoj. Passt. Ja. Gut, je li tako? Sie, ja. Er hat eine Hose bekommen. Und sie passt ihm gut. Znači, die Hose passt ihm gut, će biti pantalone njemu sve dobro. Die Hose passt ihm gut. A die Hose passt ihr gut, stoje njoj dobro. Guten Tag, Herr M. Kako ste? Kako ide vama? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Dugo vas nisam video. I habe sie lange nicht gesehen. Znači vas, sie, vama, ihnen. Wie geht es ihnen? Kako ide vama? Kako ste? Dativ. I habe sie, ja nisam vas, akuzativ. Lange nicht gesehen. Mama, gehört die Tasche, da li je tašna tvoja? Dir. Mama, gehört die Tasche dir? Da li je tašna pripada tebi? Gehört die Tasche dir? Ich wohne jetzt in Berlin. Kommst du, hoćeš li doći kod mene? U Berlin. Znači, ich wohne jetzt in Berlin. Kommst du zu mir? Doći ću kod tebe. Ich komme gerne zu dir. Ich komme gerne zu dir. Ich besuche im Sommer und bringe viele Geschenke mit. Da kažemo tebe. Ich besuche dich im Sommer. I doneću tebi. Ich bringe dir viele Geschenke mit. Znači, posjetit ću te na leto i doneću ti poklone. Ich besuche dich im Sommer und ich bringe dir
File geschenke mit. Ajde njega. Kako bi bilo? Ich besuche ihn im Sommer und ich bringe ihm viele Geschenke mit. A nju? Ich besuche sie im Sommer und ich bringe ihr viele Geschenke mit. Znači, dich, tebe, njega, nju. Tebi, njemu, njoj. Dein Mann sieht sehr nett aus. Tvoj muž izgleda veoma ljubosno, prijetno, lepo. Hübsch aus auch, aber nett aus. I ja bih žela njega da upoznam. Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Ich möchte ihn gerne kennenlernen. Deine Frau, kad bi bila Frau, deine Frau sieht sehr nett aus. Ich möchte sie gerne kennenlernen. Znači, akuzativ njega, nju. Ich möchte ihn und ich möchte sie gerne kennenlernen. Besucht ihr uns bald? Da li ćete vi nas uskoro posjetiti? Besucht ihr uns bald? Ja bih da vas vidim. Vas. Euch. Znači, ihr ste vi ovdje, drugo lice množine. Besucht ihr uns bald? Da li ćete nas uskoro posjetiti? Ich möchte euch so gerne treffen. Ja bih vas da vidim. Ich möchte euch so gerne treffen. Seine Freundin hat gestern am Abend angerufen. Znači, njegova je njega zvala. Hat ihn. Znači, seine Freundin hat ihn gestern am Abend angerufen. A njen prijatelj hat sie. Znači, ihr Freund hat sie angerufen, a seine Freundin hat ihn angerufen. Kannst du bitte meni da pomogneš? Kannst du mir bitte beim Kofferpacken helfen? Kannst du mir bitte beim Kofferpacken helfen? Ona je mene na žurku pozvala. Mene. Na njenu žurku pozvala. Znači, koga? Akuzativ sie hat mich zu. Dativ die Party zu ihrer Party. Sie hat mich zu ihrer Party eingeladen. Kako ćemo reći on? Er hat mich zu. Da treba nam dati na njegovu. Zu seiner Party. Du hast mich zu deiner Party eingeladen. Du hast mich zu deiner Party. Er hat mich zu seiner Party. Sie hat mich zu ihrer Party eingeladen. Wann hast du Zeit, da mir posjetiš? Mene nicht. Wann hast du Zeit, mich zu besuchen? Njega, ihn zu besuchen. Nju. Sie zu besuchen. Znači, to je akuzativ, on je malo lakše da kažemo dativa. Znači, mich zu besuchen, njega, ihn zu besuchen, nju, sie zu besuchen. Nas, euch zu besuchen. Zašto mi ne veruješ? Warum glaubst du mir nicht? Zašto ne veruješ njemu? Njemu, njoj, ja. Warum glaubst du mir ihm und ihr nicht. Moj muž je došao po mene na aerodrom. Mein Mann hat mene vom Flughafen abgeholt. Mene, mich. Znači, hat mich vom Flughafen abgeholt. Ili nas. Uns. Er hat uns vom Flughafen abgeholt. Moram ti nešto važno reći. Ja mislim da sam se u tebe zaljubio. Ja moram tebi, ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Ich denke, ich habe mich u tebe, in dich verliebt. Ich habe mich in dich verliebt. A recimo, moram njoj nešto važno da kažem. Ich muss ihr etwas sehr Wichtiges sagen. Ich denke, ich habe mich in sie verliebt.
u nju, in sie, ili njemu. Ich muss ihm etwas sehr Wichtiges sagen. Ich denke, ich habe mich in ihn verliebt. Ich habe mich in ihn verliebt. Da, to je sve. Vidimo se. Ćus.